Hallo zusammen und herzlich willkommen im Chorresonanzraum, dem YouTube-Kanal für alle professionellen Chorsänger und Chorsängerinnen. Ich bin Sografia Madesi, freischaffende Sängerin, leidenschaftliche Choristin und Gründerin von Chorresonanzraum. Ja, und mein heutiger Gast, es sah so aus am Anfang, als ob sie es nicht schaffen würde, professionell zu singen. Trotzdem hat sie weiter an ihren Instinkt und ihre innere Stimme zugehört, hat sie weiter gekämpft und heute hat sie eine 100% Stelle im Rundfunkchor Berlin, im zweiten Alt, und sie ist da tätig, ob man das glaubt oder nicht, seit 13 Jahren. Ich freue mich so sehr, sie heute dabei zu haben. Herzlich willkommen, Roxolana Hraniuk, hallo. Hallo. Wie schön, dich dabei zu haben. Ich freue mich so sehr. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde es wirklich unglaublich toll und freue mich, dich dabei zu haben. Vielen Dank, ich freue mich auch. So, lass uns dann ein bisschen mehr über dich wissen. Erzähl uns vielleicht, woher du kommst, wo du geboren bist. Ich bin in Warschau geboren, als Kind ukrainischer Immigranten. Und ich bin auch in Warschau und teilweise in Poznan, also Posen, aufgewachsen. Also komplett eigentlich alles in Polen. Okay, und wie hat überhaupt deine Beziehung mit klassischer Musik angefangen? Wie kamst du auf klassische Musik? Klassische Musik war immer sehr wichtig zu Hause, weil beide Eltern ausgebildete Musiker sind. Und mein Vater war auch viele Jahre Geiger bei den Warschauer Philharmonikern. Und so war das immer präsent und habe ich dann auch sehr früh einen Schaden bekommen und Berlioz und Stravinsky gehört und wow. mit drei Jahren Klavier angefangen und mit 5 Jahren Geige und war dann auch auf einer Spezialschule für zukünftige Musiker, wo es auch besonderes Gewicht gelegt wurde auf Harmonielehre, Musikgeschichte, Gehörbildung, Formenlehre, hatten wir alles Mögliche. Oh, wow. Genau, und später im frühen Teenageralter, so mit vielleicht 14 Jahren, hat mich meine Tante dann für Opern begeistern können. Und besonders für Wagner. Und da gab es lange Zeit nur Wagner und später kam Rosenkavalier. Mit 14 hast du Wagner gehört das erste Mal. Respekt, habe ich nur zu sagen. Finde ich toll. Und dann hast du Interesse über Gesang entwickelt? Oder genau, hast du, genau. Okay. Und wie hast du dann, hast du Gesangsunterricht genommen? Wie hat es angefangen für dich? Wie ging es weiter mit Gesang? Relativ spät, vielleicht mit 17 oder 18 Jahren, weil ich habe lange nur davon geträumt. Aber habe natürlich Geige gespielt weiter und habe mich eigentlich darauf vorbereitet, dass ich vielleicht als Geigerin dann tätig werde in der Zukunft. Aber irgendwann wollte ich dann doch probieren und ich weiß noch, zum ersten Gesangsunterricht konnte ich nichts vorsingen, weil ich einfach nie so richtig gesungen habe und immer mit Instrumentalmusik zu tun hatte bis dahin. Ja, kein Wunder. Ich meine, erste Stunde, erste Gesangsstunde, dann wirst du auch beobachtet. Da wird man gleich, also ich habe es auf jeden Fall als Schülerin erlebt, als Schülerin weiß ich nicht mehr. Aber, und wie ging es weiter mit Gesang? Wie hast du dann dich weiterentwickelt? Haben deine Lehrer dich geliebt und wie ging es weiter? Na, eher nicht. Ich glaube, ich hatte einen sehr eigenartigen Stimmklang, eher wie vielleicht ein ganz roher Countertenor ohne irgendwelche Ausbildung, als wie eine junge Frau. Und viele, also zwei erste Aufnahmeprüfungen habe ich nicht bestanden. Viele Sänger, denen ich vorgesungen habe, haben auch gesagt, nee, wird wahrscheinlich nicht genug Material. Oder auch einer, da war ich irgendwie Anfang 20, hat mir gesagt, nee, du bist zu alt, das ist schon zu spät und du bist noch zu früh in deiner Ausbildung für das Alter. Meine Mutter hat überlegt, ob das tatsächlich eine gute Entscheidung war, zu singen, weil sie meinte, naja, man kann nicht alle Talente haben und so, vielleicht möchtest du es dir überlegen.
aber ich wollte unbedingt und habe es dann tatsächlich irgendwann geschafft. Und zwar, ja, das Ausschlaggebende war die Aufnahmeprüfung an der UdK Berlin, wo ich dann auch beim zweiten Mal bestanden habe. Und es hat sich eine Professorin gefunden, die meinte, dass sie es sich vorstellen kann, mit mir zu arbeiten und dass da was draus werden könnte, weil doch viele, also einige Professoren meinten, die Stimme sei seltsam und man wäre nicht so sicher, was man mit der Stimme machen kann. So. Wahnsinnig. Und ja. Hast du da spätestens im Chor gesungen, oder hast du überhaupt da deine erste Erfahrung mit Chor gemacht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ihr habt gar keine Chor in der UdK. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob es damals eine Pflicht war für Solo-Gesangsstudenten. Vielleicht auch nicht, weil sonst hätte ich ja irgendwas damit zu tun gehabt. Und am Anfang war ich eh noch nicht weit genug, um irgendwas, um irgendwie was stimmlich noch machen zu können, außer das, was an der Hochschule stattfand, so Gesangsunterricht und Chorrepetition. Genau. Okay, und das heißt, also ich finde das sehr interessant, dass du das nicht mehr weißt. Das heißt, wahrscheinlich hast du nicht gemacht, weil ich hatte auch 2 Semester, aber ich weiß noch davon. Ach so. ja, und das heißt dann, wie hast du dann Chor überhaupt in deinem Vorstellung oder was war dann für dich Chor überhaupt? War das überhaupt eine Berufskarriere? Also, weißt du, wie ich meine? Ja, also Chor per se war nur irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht im dritten oder vierten Semester, der kleine Chor oder Oktett in der Ensemble. Synagoge in der Pestalozzi-Straße in Berlin. Da habe ich tatsächlich gesungen. Also das war meine einzige Chorerfahrung. Und ja, das war aber irgendwie so nebenbei und war nett und auch interessant, weil man lernt dann andere Stücke kennen in anderer Sprache, anderer Kultur und so weiter. Aber so richtig als Karriere habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Ich wollte im Koloraturfach irgendwie Händel, Vivaldi, vielleicht Rossini als Solistin Karriere machen und tätig sein. Ja, klar. Und aber dann, wie hast du deinen Weg gefunden zu Chor? Wie ist es, was ist passiert, dass du dann zur Rundfunkchor Berlin kamst? Wie soll ich sagen? Geldnot? Verstehe. Nur für das ganz, Geld. Ganz profan Geldnot. Naja, ich habe bei einem Projekt mitgemacht an der UdK. Moderne Musik mit von Luigi Nono, Guai ai gelli di mostri. Das ist ein ganz verrücktes Stück für 2 Altistinnen, Flöte, Klarinette, Tuba, Bratsche, Cello, Kontrabass und Live Electronics. Also sehr, sehr abgefahren. Und das geht sehr, sehr tief in die Stimme und ich glaube bis zu tiefen D oder irgendwie sowas. Weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall sehr tief. Da hat mich eine Kollegin gehört, die schon im Rundfunkchor gesungen hat und meinte, die suchen dringend nach zweiten Altisten, nach tiefen Altistinnen, sing mal vor für Aushilfe. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Ohne irgendwelche Vorstellungen so richtig davon zu haben, wie der Probenalltag aussieht oder was genau erforderlich ist. Du wusstest gar nicht, was dich erwartet. Gar nicht, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger nicht. Ich hatte nicht so viel Vorstellung. Ich hatte den Chor zwar schon mal gehört, in der Philharmonie war ich beim Konzert und fand das beeindruckend, aber ich hätte nie gedacht, dass ich da eigentlich meine berufliche Laufbahn gehen werde. Wie schön. Und dann, was hast du gemacht? Hast du dich beworben, nehme ich an? Ich habe mich beworben und das Vorsingen hat geklappt für Aushilfe. Bald danach kam eine Schwangerschaftsvertretung, wo mich Kolleginnen gefragt haben, ja,
kommt ein Baby in der Gruppe sozusagen und könntest du es dir vorstellen, eine 100% Stelle für eine Spielzeit zu übernehmen? Und ich war natürlich so ein bisschen, naja, so irgendwas noch etwas Unbekanntes, ein bisschen natürlich sehr erfreut und ein bisschen aufgeregt und erschreckt. Und dann hat es sich herausgestellt, dass ich als ausländische Studentin nicht Vollzeit arbeiten durfte und ich musste mich dafür exmatrikulieren, diese 100% Stelle machen zu dürfen. Das habe ich dann gemacht und Diplom habe ich dann später extern nachgeholt. Das war möglich, zum Glück. Super, Gott sei Dank. Und musstest du dann dafür vorsingen für diese Schwangerschaftsvertretung oder musstest du nicht? Wie war es genau? Nee, die Schwangerschaftsvertretung, dafür musste ich nicht vorsingen. Da war sich wohl die Altgruppe einig, dass sie mich dafür haben wollen. Und dann während der Vertretung hat sich das glücklicherweise so ergeben, dass ich für eine 50% Stelle vorsingen durfte, dann schon vorm ganzen Chor, vorm Chef und so weiter. Und da gab es noch dann für mich die Option oder das Angebot, dass, wenn ich das Probejahr bestehe, dass ich dann in 3 Jahren auf eine 100% Stelle übergehen kann, weil zu der Zeit schon bekannt war, dass eine Kollegin in Rente geht und dass sie auch, dass es auch zeitig so passt. Und da ich da schon wusste, dass mir die Arbeit sehr gut gefällt und dass ich da im Rundfunkchor Berlin gerne bleiben würde, das war natürlich wie ein Sechser im Lotto. Und absolut. Ich muss aber sagen, ich war auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil ohne geht es natürlich nicht. Das ist natürlich eine sehr wichtige Sache, aber ich bin sicher, dass du auch was leisten konntest. Das war bestimmt nicht nur Glück. Also ist bestimmt auch für uns alle viel Glück, aber man muss auch was können, besonders für so einen fantastischen Ensemble wie der Rundfunkchor Berlin, der wirklich sehr hohes Niveau hat. Und ja, und das ist auf jeden Fall auch so, wie viele Stellen habt ihr überhaupt? Wir haben 64 Stellen. 64, das ist quasi schon eine relativ große Chor. Aber in diese Stellen auch reinzukommen, also du hast wirklich, das ist super. Ich freue mich so sehr für dich, liebe Luxolana. Das ist Dankeschön. Ganz toll. Ja, schön. Und dann machst du vielleicht uns erzählen über deine ersten Moment, wo du wusstest, oder beziehungsweise dein erster Aha-Moment in diesem Chor. Das war noch während des ersten Projektes. Mhm. Und zwar das Favoré-Requiem. Mhm. Ich glaube, das war schon bei der ersten Orchesterprobe, wo das alles zusammengefunden hat, die ganzheit der Musik, also was der Chor gesungen hat und dann Orchesterklang kam noch dazu und das gemeinsame Musikmachen, das gemeinsame Klangerlebnis und die Präzision der Einsätze, ja, das war sehr, sehr stark. Und dann hat sich dann das natürlich beim Konzert in der Philharmonie noch vervielfacht, dieses Aha-Erlebnis. Wie schön. Oh, das, ich glaube, jede von uns hat solche Momente und ich weiß auch noch meins, wo ich ganz genau wusste, ich will das machen, das macht Spaß. Und was macht deiner Meinung nach der Rundfunkchor Berlin besonders? Wir arbeiten auf einem sehr, sehr hohen Niveau und es ist immer noch, also ich fühle das immer noch, empfinde das immer noch als Privileg, auf dem Niveau arbeiten zu können, mit tollen Künstlern, mit wunderbaren Dirigenten, Orchestern, anderen Sängern Musik zu machen, in tollen Konzertsälen singen zu dürfen. Außerdem, es wird
nie langweilig, weil das Repertoire sich doch sehr, sehr schnell wechselt. Und ja, man muss echt gucken, dass man hinterherkommt. Manchmal hat man an einem Tag zwei Projekte, für zwei Projekte hat man Proben. Ja, der Klang des Chores ist wichtig. Der ist warm, aber auch klar. Wir singen auch interessantes Repertoire. Wir singen große Chorsinfonik, viel. Aber auch neue Musik. Wir machen immer wieder innovative Projekte mit Regie. Und es finden auch solche Projekte statt wie die Lounge, wo das um so Gespräche herum konzipiert wird zu verschiedenen Themen, wo der Chor sich auch kammermusikalisch, also wo kleine Formationen sich präsentieren können, kammermusikalisch, oder wo man auch was solo singen kann. Die Atmosphäre, also bei der Arbeit, ist sehr angenehm. Schön. Es ist bei so vielen Leuten ist natürlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist so ein bisschen die Großfamilie. Also man findet dann doch zusammen, auch wenn man sich über irgendwas nicht einig war. Also ich glaube, dass man nicht immer eine tolle Stimmung haben soll. Ich glaube, das ist normal, dass man nicht immer, egal wo man ist, dass man nicht mit allen sich versteht, dass es auch mal Probleme gibt und Konflikte, dass es ganz normal, aber wichtig ist. Oder dass man zusammenkommt und dann schöne Musik macht und das auch quasi ein Team bleibt, sozusagen. Findest du nicht? Das ist für mich auf jeden Fall, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man denkt, es muss immer toll sein, aber das ist nicht realistisch, oder? Unter so viele Leute. Ja, eben. Nee, das ist, glaube ich, in keinem Beruf realistisch. Eben, eben. Es ist so, es gibt tatsächlich nicht so viele Rundfunkchöre in Deutschland eigentlich. Es gibt 7, nee. Oder? 7. 7. Und genau, das heißt, es ist auf jeden Fall eine begrenzte Zahl von Stellen, sozusagen, wenn man in so einem Rundfunkchor mitmachen möchte oder eine feste Stelle haben möchte. Stimmt das? Genau, genau, ja. Ja. Okay. Ja, die Stellen werden auch nicht mehr. Sogar weniger. Sogar oder? Weniger. Gerade. Sogar weniger. Gerade ist es ja sehr aktuell mit dem NDR, dass es Pläne gibt, den NDR also effektiv abzuwickeln. Und da muss man schon sagen, dass es inakzeptabel ist, weil wir haben dann im Endeffekt noch weniger Nachwuchs, noch weniger Arbeitsplätze für Sänger. Und man verliert irgendwie den kulturellen Auftrag, den die Rundfunkhörer haben. Also das ist schon, das darf nicht sein, dass man an der ersten Stelle bei der Kultur kürzt. Ich glaube, da wäre vielleicht gut zu sagen, dass wir als Sänger eigentlich tatsächlich in einem Chor, entweder Rundfunkchor oder Opernchor, die einzige Möglichkeit hat, eine feste Stelle zu bekommen. Das heißt quasi dann mit Versicherung, mit Rente, eine Sicherheit, dass man quasi nicht am nächsten Tag gekündigt wird. Und das wird jetzt quasi noch weniger durch diesen NDR, also diese Stellenmöglichkeit. Und das ist wirklich sehr schade, weil auch wenn es auch ein bisschen jetzt deprimierend klingt, man denkt tatsächlich an die jungen Sänger, die jetzt eine Ausbildung machen und die haben noch weniger Chancen, in den Markt zu kommen. Dann denkt man, wozu studiert man? Also ich finde das auf jeden Fall von meiner Seite sehr schwierige Situation. Und ja, ich hoffe, dass es nicht tatsächlich verwirklicht wird, dass es der NDR gekürzt wird oder alles, was ich jetzt gelesen habe. Das finde ich sehr, sehr schlimm. Naja. Ja, hoffentlich klappt es damit man das aufhalten kann. Ja, das hoffe ich auch. Wie war dein Vorsingen für die feste Stelle? Was musstest du da vorsingen? Wie hast du dich gefühlt? Aha. Das Herz war sonst wo. Ja, aber ich hab so meine Safe-Arie dann vorgesungen, die ich wirklich gut drauf hatte und wo ich mich sicher gefühlt habe. Und ich dachte so, da kann ich meine Stärken zeigen. Ich habe aus Vivaldis Magnificat das Esurientes gesungen. Mhm. Eine
kurze Arie mit Koloratur und schön und auch mit viel Tiefe und Mittellage. Und da dachte ich, okay, da kann ich mich gut präsentieren. Und dann gab es natürlich noch die Pflichtstücke. Die gibt es jetzt immer noch, die sind die gleichen geblieben. Über die ganzen Jahre, das ist für zweiten Alt, Schlafe mein Liebster. Und ich trage meine Minne von Strauss in der tiefen Tonart, in der tiefen Fassung. Sehr ich glaube, schön. Desto. Ah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ah, Mist. Egal. Ja, und musstest du auch Chorstellen vorsingen? Auf jeden Fall. Chorstellen, ich weiß nicht, ob ich alle drei vorgesungen habe, aber es gibt auf jeden Fall drei Chorstellen, die man vorbereiten muss. Der Eingangschor ist Matthäus Passion. Der Gerechten Seelen aus Brahms Requiem und Liberame aus Verdis Requiem. Ah, woran ich mich jetzt noch gut erinnern kann, ist, dass ich mir einige Aufnahmen von Liberame angehört habe, mit verschiedenen Tempi und ich glaube von Toscanini, ein sehr, sehr schnelles Tempo auch eingeübt habe, dass ich auf jeden Fall für alles vorbereitet bin. Wow, sehr gut. Sehr vorbildlich. Ich glaube, ich würde das nicht machen. Ich nehme immer mein Tempo. Das finde ich so toll. Also Vorbereitung ist wirklich alles. Und es hat geklappt vor allem, gell? Ja, es hat geklappt. Genau. Es hat was gebracht. Okay, und musstest du auch vom Blatt singen? Ja, ich musste vom Blatt singen. Das ist meistens sehr gefürchtet von den Bewerbern und Bewerberinnen. für mich war das eher weniger ein Problem, weil ich absolut höre. Das heißt, ich habe die Noten bekommen, habe mir das angeguckt und dann sagte ich so, entschuldigt, liebe Kollegen, das Stück kenne ich aber schon. Und dann ging ein Lachen durch den Raum und dann habe ich ein anderes Stück bekommen, das kannte ich nicht. Aber ja, das war trotzdem gut. Ich kann aber nichts dafür. Genau, du bist der Person, den wir alle hassen, gell? Die kann absolut, die hat absolutes Gehör. Nein. Dann will man natürlich, du bist eigentlich die perfekte Kollegin, wenn ich daran denke, weil man will immer neben dir sitzen, weil du bist immer gut mit der Intonation, oder? Man weiß ganz genau dann, man ist immer richtig, oder? Man muss nur nachmachen. Ja, müsste man die Kollegen fragen, ob das immer so gut ist. Okay. Ich habe selber noch nie so eine Erfahrung, aber ich denke, ich würde direkt neben dir sitzen und immer so. Ja, vielleicht ist es auch Stress, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Alles klar. Da frage ich auch die Kolleginnen. Nächste Woche ist eine andere Kollegin von dir dran. Nee, Spaß. So, alles klar. Dann magst du ein bisschen vielleicht über den Alltag im Rundfunkchor Berlin erzählen. Du hast gesagt, ihr seid 64 Mitglieder, feste Mitglieder. Seid ihr alle 100%? Oder nee, es gibt auch tatsächlich 50% Stellen bei uns. 50% Stellen. Das heißt, die 64 Leute sind nicht alle 100%? Nee. Genau. Also es gibt, die 50% Stellen sind begrenzt. Also wir haben 64 Stellen. Und die halbe Stellen sind begrenzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Begrenzung aussieht, aber es gibt die Möglichkeit, ja. Und wer ist euer Chordirektor? Unser Chordirektor ist Hans-Hermann Rieberg. Und unser Chefdirigent ist Heiß Lenas. Okay. Wie ist es mit euren Diensten? Wie teilt eure Dienste ein? Sage ich das richtig? Was sind die Uhrzeiten, wo ihr arbeitet? Oder wie ist es dann, wenn ihr eine Orchesterprobe habt? Zum Beispiel. Ja. Die Dienste fallen unterschiedlich aus. Meistens sind sie blockweise auf den Vormittag oder den Nachmittag gelegt und dauern 4 Stunden in der Regel, wenn es reine Chorproben sind. Und Orchesterproben dürfen länger dauern. Da gibt es auch öfters eine Probe am Vormittag und eine am Nachmittag. Und gibt es auch natürlich CD-Aufnahmenzeiten und dann darf es auch bis 22 Uhr dauern. Okay. Und wir proben ja jeden Tag und oft 6 Tage die Woche. Und macht ihr auch szenische Projekte? Auf jeden Fall. Ja, meistens jede Spielzeit kommt irgendwas.
Die Projekte sind sehr unterschiedlich. Wir singen meistens auswendig, aber nicht nur. Ja, zum Beispiel Matthäus Passion oder Johannes Passion haben wir auswendig gesungen, in der Regie von Peter Sellers mit den Philharmonikern, Berliner Wow. Philharmonikern. Das Human Requiem, also ein deutsches Requiem von Brahms in der Regie von Jochen Sandig, haben wir auch auswendig gesungen mit Bewegung im Raum und Kontakt mit dem Publikum. Aber es gibt auch andere Stücke, da kommt mir ein Stück in Erinnerung, was ich sehr, sehr gerne mag, der versiegelte Engel von Rodion Schtedrin, wo wir uns mit Noten und Lämpchen im Raum bewegen, im dunklen Raum, und die Geschichte wird von Tänzern erzählt. Das ist auch sehr stark. Wow, das habe ich tatsächlich, das kenne ich leider gar nicht, aber das klingt sehr, sehr spannend. Und da muss sie auswendig singen natürlich, oder? Bei dem Stück mit Tänzern nicht. Nicht. Da haben wir Noten. Ja. Alles klar, okay. Aber es kommt auch manchmal vor, dann, dass sie Ja, auswendig singen. auswendig singen schon. Ja. Und seid ihr auch sehr viel unterwegs? Wie ist es mit Reisen und Tournees? Je nach Spielzeit unterschiedlich. Manchmal ist es viel, manchmal ist es ganz wenig. Manchmal sind wir auch auf anderen Kontinenten unterwegs und sehr lang. Die Regel ist es nicht. In der Regel sind es eher kürzere Reisen im europäischen Raum. Aber wir waren auch schon in Südamerika und in Australien und China und so in sehr exotischen für uns Teilen der Welt. Auch einige Mitsingkonzerte finden im Ausland statt. Das ist auch so ein Projekt, was ein- bis zweimal pro Spielzeit stattfindet, wo es einen Workshop gibt für Publikum. Und das Publikum singt dann mit. Und je nach Werk, was wir machen, werden die Stücke auch mit Solisten aus dem Chor besetzt. Natürlich nicht, wenn es vielleicht ein Verdi-Requiem ist, aber ein Messias oder eine Johannespassion oder so, das schon. Schön, das klingt super. Also, das ist etwas, was man nicht so oft in Open Core macht. Und deswegen, ich bin immer neidisch, dass man Ach, noch reisen geht. fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, weil Johannes Passion haben wir nicht als Mitsingkonzert gemacht, aber mit Solisten aus dem Chor. Ach Also, es so. kommt, genau. Ah, das heißt, man kann auch als Solist quasi auftreten mit euch als Chor, habe ich das richtig verstanden? Ja. So wie original bei Bach war sozusagen, gell? Super, oh wow, toll. Das klingt wirklich. Ich will jetzt unbedingt sowas auch machen. Ich bin neidisch. So, ja, so ich habe jetzt eine Frage für die Leute, die bei euch eventuell vorsingen möchten. Und zwar, was ist deine Meinung nach die stimmliche Qualitäten, die man haben soll als Sänger, um in eine Rundfunkchor reinzukommen? Also meiner Meinung nach auf jeden Fall sichere Intonation, gute Kondition, also Belastbarkeit. Und technische und stilistische Flexibilität. Man muss extremes Piano singen können, mit oder ohne Vibrato singen können, auch fortissimo in unbequemen Lagen singen können, schnell switchen. Man muss die Fähigkeit mitbringen, die Anweisungen des Dirigenten schnell und dauerhaft umsetzen zu können. Ja. Die Stimme darf nicht zu groß und nicht zu klein sein, nicht zu viel Vibrato und zu viel Metall haben, weil mit zu kleiner Stimme singt man sich tot und mit einer zu großen Stimme muss man dann vielleicht zu viel quasi mit angezogener Handbremse singen, was auf Dauer dann auch irgendwie unbefriedigend ist. Und auch stimmlich nicht gesund. Also wir suchen die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Darf ich eine Frage stellen wegen die Belastbarkeit? Was meinst du genau damit, bitte? Man muss seine Kräfte genau
einzusetzen wissen. Also nicht die ganze Zeit, keiner überlebt das, wenn man die ganze Zeit nur aussingt oder an der, ja, an der Stimmgrenze singt. Man muss schon ja, Marathonläufer sein, so ein bisschen. Also lange singen können, wirklich lange singen können. Ich muss jetzt lachen, weil ich hatte jetzt ein anderes Interview neulich und da hat eine Kollegin eben gesagt, der Solosänger ist der Sprinter, der Chorsänger ist der Marathonläufer. Und das fand ich so toll als Spruch. Und jetzt sagst du auch Marathonläufer und ich denke, ihr habt es euch wahrscheinlich besprochen. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Was würde deiner Meinung nach gefragt, was wird verlangt von der Rundfunkchor Berlin für jemanden, der zum Vorsingen bei euch kommt? Was muss man vorbereiten? Was muss man gut können? Na, man muss schon irgendwie alles gut können. Man hat ja das Wahlstück, wo man sich gut präsentieren muss und dann die Pflichtstücke, die Chorstellen. Das reicht nicht, wenn man nur die Solostücke sehr gut präsentiert und die Chorstellen nicht gescheit gelernt hat. Das kommt leider immer wieder vor und das darf nicht passieren, weil die Chorstellen müssen genauso gut präsentiert sein wie die Solostücke. Wenn ich den Chorstellen zuhöre, dann möchte ich sie so gesungen hören, dass ich mir diese Person, diese Stimme in der Stimmgruppe tatsächlich vorstellen kann, dass sich der Mensch dann mit dem Klang einblenden kann und die Stimmgruppe ergänzen. Aber auch da gilt natürlich intonationssicher und präzise, aber nicht wie ein Automat, sondern musikalisch, also auch gestalten bitte, nicht in die Noten. Nicht in die Noten, okay. Und habt ihr auch Vokalise? Und? Ja, wir haben so Stimmübungen, würde ich sagen, um den Stimmumfang zu überprüfen oder auch technisches Können. Messa di voce zum Beispiel oder Legato. Und manchmal wählt man die Übungen auch so, dass man noch das ein bisschen rauskitzeln, rausfinden kann, was vielleicht bei den anderen Stücken nicht so gut zum Vorschein kann oder was man noch dazu ergänzend erfahren kann. Und vom Blatt muss man natürlich auch singen, oder? Blatt muss man natürlich auch singen. Oh no! Ja, es ist wichtig, weil es oft vorkommt, dass man wirklich sehr, sehr wenig Zeit hat, um neue Sachen einzustudieren, dass man auch nicht so viel Zeit hat für zeitgenössische Musik, die schwer ist. Oder es kommt mal auch spontan ein unbekanntes Stück kurz vor der Probe oder noch in der Probe dazu getragen. So wurde gerade fertig geschrieben und geschickt. Bitteschön. Oh mein Gott. Und dann kann es passieren, dass es dann gleich auch ausprobiert sind. Also man muss schon gut Noten lesen können, Noten fressen können. Ja, das ist auf jeden Fall dann sehr wichtig. Verstehe. Und würdest du sagen dann, dass ist es zum Vorteil, wenn man Chorrepertoire mitbringt? Das heißt zum Beispiel in Opernchöre, die haben oft ein Repertoire mit vielen Opernchöre, die oft aufgeführt werden und auch die haben Bedarf, dass man schnell einspringt, wenn man insbesondere in der Mitte von der Spielzeit anfängt zu arbeiten. Und ist es auch bei euch so? Muss man auch ein Chorrepertoire haben? Nicht unbedingt, weil das meiste wird doch nicht auswendig gesungen, sondern mit Noten. Das heißt, wenn man gut Noten lesen kann und schnell lernt, kann man auch so einspringen. Aber hilfreich ist es natürlich schon, wenn man zum Beispiel eine Festanstellung anfängt, wenn man ein bisschen Repertoire hat, weil das verringert etwas das Arbeitspensum. Aber man schafft es auch ohne und dann muss man halt ein bisschen mehr da sich dafür einsetzen, dass man gut vorbereitet kommt. Sehr gut, ja. Vorbereitet sein ist alles, gell? Eine weitere Frage, die ich denke, dass viele Leute interessieren würde und mich persönlich auch interessiert und wollte ich immer fragen, ist eigentlich, wer alles in einem Vorsingen drin sitzt
Und wer dann auch die endgültige Entscheidung trifft, wer überhaupt dann das Vorsingen geschafft hat. Kannst du bitte uns sagen? Ja, und zwar es ist zweierlei. Bei den Aushilfsvorsingen sitzt meist nur die Stimmgruppe mit drin, für die man vorsingt. Und die entscheidet dann auch über das Ergebnis. Und beim Stellenvorsingen sind alle dabei, auch also der Chefdirigent und der Chordirektor und künstlerisches Betriebsbüro. Und der Chor gibt dann eine Empfehlung zur Festanstellung, aber im Endeffekt stellt also den Arbeitsvertrag, also die ROC stellt an, die Rundfunkorchester und Chöre stellen an. Verstehe. Alles klar. Vielen Dank. Okay, und dann, was passiert normalerweise ist, dass es auch nämlich ein Feedback gibt nach dem Vorsingen, oder? Wie macht ihr das? Also bei uns gibt es, glaube ich, immer Feedback nach dem Vorsingen. Und auch wenn es nicht geklappt hat, kann man sich meistens erneut bewerben. Es sei denn, die Kandidaten oder der Kandidat haben stimmliche Eigenschaften, die so unpassend sind, dass es für alle Beteiligten wenig Sinn hat. Dann sagt man, naja, vielleicht nicht. Aber meistens doch, weil meistens sind es irgendwie konkrete Sachen, wo man sagt, naja, das war gut und das ist vielleicht noch, hat Potenzial zur Verbesserung. Und wenn es dann besser ist, dann hat man auf jeden Fall noch eine Chance. Oh, das ist sehr gut zu Oder noch hören. zwei Chancen oder wie auch immer. Super, das ist natürlich sehr gut zu hören. Das finde ich sehr toll. Ja, und wie ist es dann, wenn man als Berufseinsteiger oder wenn jemand studiert, wie kann man überhaupt diese Erfahrung machen im Rundfunkkorps Berlin? Ich glaube, es gibt seit neulich, relativ neulich, gibt es bei euch die sogenannte Akademie, oder? Ja, Kannst du neulich, die Zeit rennt. Die Akademie gibt es schon seit 2011. Oh, Ich musste wow. selber nachschauen, seit wann es die gibt. Und die ist tatsächlich für junge Sänger bis zum 30. Lebensjahr gedacht und als Ergänzung zum Gesangsstudium. Das Weil heißt, es man muss gleichzeitig studieren, um das zu machen. Oder kann man auch im Anschluss nach dem Studium auch sowas ausprobieren? Oder geht Man es kann beides? auch, es geht beides, genau. Aber die Akademie dauert halt ein bisschen länger, die dauert in der Regel 6 Monate. Und muss man eigentlich dann als junge Sänger sich dafür bewerben? Wie läuft es eigentlich? Und vorsingen? Wie kann man das machen? Ja, man muss sich bewerben und dann gibt es auch Vorsingen dafür. Und wenn man dann schon drin ist, dann nimmt man an den Proben teil. Und nach einer Probezeit darf man auch an den Konzerten teilnehmen. Und ja, es geht darum, die Feinheiten vom Chorsingen kennenzulernen, das Einblenden in den Chorklang, die Präzision zu trainieren. Ja, man lernt auch die stimmliche Kräfte gut zu dosieren, hoffentlich. Und ja, es ist schon sehr, sehr hilfreich für die jungen Leute. Und viele singen dann nach der erfolgreich abgeschlossenen Akademie, singen sie auch für Aushilfe vor. Und viele sind tatsächlich dann bei uns als Kollegen wieder als Aushilfskollegen. Das ist natürlich ganz toll. Also in meiner Zeit gab es sowas nicht bei SWR. Jetzt, ich glaube, gibt es auch seit relativ neulich. Deswegen habe ich davor, ist es relativ neu. Bei euch anscheinend nicht, aber bei SWR ist es schon. Und das finde ich eine tolle Chance, überhaupt als Einsteiger, als junger Sänger einen Einblick zu bekommen in den Alltag von einem Beruf, Entschuldigung, von einem professionellen Chor. Und das ist natürlich ganz anderes Niveau, ganz anderer Alltag. Also viel mehr konzentrierte Arbeit, als man das vielleicht in der Hochschule das erlebt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, es gibt bei SWR auch etwas, das heißt Mentor für die Das haben jungen wir Sänger. auch. Habt ihr auch sowas? Magst du vielleicht kurz erklären, was ein Mentor macht überhaupt? Das ist dann eine Kollegin oder ein Kollege,
aus dem Chor. Mit dem der junge Sänger oder die junge Sängerin, wo sie immer dabei sind und dann zusammen singen und auch zusammen sitzen und dann später auch zusammen im Konzert stehen. Und die sind dafür da, dass sie die junge Leute beraten und vielleicht Hinweise geben, wie man was einzustudieren hat oder die Noten einrichten kann, damit es sinnvoll ist. Ja. Das heißt, das sind auch die gleiche Stimmgruppe, nehme ich an, oder? Gleiche Stimmgruppe, ja. Alles klar. Das ist super toll, finde ich toll. Ich bräuchte auch einen Mentor. Mann, ich habe alles verpasst. Na gut, so ist es halt. Jetzt sagen wir für die neue Generation. Ja, und das heißt, oder wie kann man sich dann informieren über diese Vakanzen oder über die Akademie? Das kann man alles in eurer Site sehen. Genau. Aber ist es auch deine Erfahrung nach oder nach deiner Information, kann man das auch woanders finden? Gibt es ein anderes Ort oder mehrere? Ja, es gibt von der DOV gibt es auf jeden Fall, kann man bei der DOV, bei der Deutschen Orchestervereinigung, kann man die Infos finden, auch in deren Magazin, das Orchester. Da stehen alle Rundfunkchor- und Orchestervakanzen drin. Und ja, es gibt verschiedene Portale, Theapolis, glaube ich, gibt es auch, wo man nach Stellenanzeigen gucken kann. Sehr gut, danke, das ist sehr wichtig. Also wie gesagt, weil wir wissen es vielleicht, aber viele junge Sänger wissen erstmal noch gar nichts davon. Mhm. Und gibt es jetzt derzeit Vakanzen bei der Rundfunkchor Berlin, wovon du kennst und du uns erzählen darfst? Ja, und zwar im nächsten Jahr gibt es auf jeden Fall im Tenor. Und es wird auch ein zweiter Bass gesucht und eine Sopranistin zu 50% aber. Super, sehr gut zu wissen. Dankeschön. Bei der Neueinstellung gibt es dann auch für die Leute, die das bestanden haben, das Vorsingen, gibt es ein Probejahr. Und nach dem Probejahr, oder Probezeit, das ist nicht immer ein Jahr, das ist mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, gibt es dann die endgültige Anstellung ohne Begrenzung, ohne zeitliche Begrenzung. Genau. Und der Chor gibt auch Empfehlung zur Festanstellung, nennt sich das. Okay, das heißt, theoretisch dann, ihr gebt eure Empfehlung und es kann aber sein natürlich, dass der Chordirektor dagegen sein kann, aber dafür gibt es natürlich diese Probezeit. Genau, dafür gibt es die Probezeit. Wo man sich dann beweisen kann. Genau. Naja, interessant, sehr interessant. Das ist natürlich sehr, sehr intelligent, würde ich sagen. Weil man kann natürlich im Vorsingen super toll sein und dann in Probezeit, man sieht tatsächlich, wer diese Person ist, wie er singt, ob er passt in die Gruppe. Genau, das ist sehr wichtig. Auch für die Leute, auch für die neuen Leute, ob sie sich dann wirklich wohlfühlen oder ob sie vielleicht merken, nee, es ist doch nicht meins, wenn sie davor nicht schon im Chor gesungen haben. Oh ja, okay, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Liebe Roxolane, jetzt sind wir an unsere letzte Frage gekommen. Und die ist eine sehr wichtige Frage. Und zwar, wenn du Sänger und Sängerinnen, die bei euch gerne vorsingen möchten, einen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser Ratschlag? Na, wir haben schon über einige Sachen gesprochen. Aber auf jeden Fall möchte ich nochmal betonen, die Genauigkeit, die sichere Intonation, die Musikalität und egal, was man vorsingt, welche Arie man wählt oder welches Lied, muss man das so drauf haben, dass man das Ding sozusagen im Kopfstand nachts um 3 rückwärts singen kann. Also das muss wirklich, wirklich bombenfest sitzen und es soll in dem gewählten Stück auch keine Angststellen geben. Keine Stellen, wo man vielleicht nicht so ganz sicher ist, na, mal klappt es besser, mal klappt es nicht so gut. Das soll etwas sein, wo man sich am besten präsentieren kann, seine Stärken am besten präsentieren kann. Sonst überhaupt in allen Stücken soll man versuchen, die Kollegen mitzunehmen. Zu gestalten,
nicht in den Noten verschwinden, auch wenn keiner erwartet, dass man irgendwas auswendig singt. Trotzdem kann man auch mit Noten Musik machen. Ja, und so möchte ich ein bisschen Mut machen, weil man hat, ich weiß ja, das ist noch von mir, man hat furchtbare Angst, wenn man vorsingt, meistens. Und die festangestellten Kollegen sind aber auch Menschen. Und keiner hat die Weisheit oder das Können mit Löffeln gefressen. Und man fühlt mit und möchte, dass die Leute gut singen und dass es klappt und dass es Erfolg gibt. Es ist auch für uns, die zuhören, also ich kann ja für mich sprechen, ich finde es immer sehr, sehr anstrengend, bei den Vorsingen dabei zu sein, weil ich empfinde das als eine sehr große Verantwortung, diese Entscheidungen zu treffen, ja oder nein, oder vielleicht ausprobieren und warum nicht und so. Also das muss man ja alles beim Feedback dann auch irgendwie sinnvoll vermitteln können. Und ja, wenn es beim ersten Mal nicht gelingt, soll man nicht den Mut verlieren, sondern überlegen, was kann ich besser machen, wie kann ich an mir arbeiten und mich weiterentwickeln, damit es beim nächsten Mal klappt. Also dann als quasi eine, nicht eine persönliche Kritik also wahrnehmen, sondern wirklich davon was überlegen, wie man sich entwickeln kann und dann wieder ausprobieren. Gell? Also irgendwie so. Genau. Super. Ja. Meine liebe Roxana, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das ist wirklich, das bedeutet mir persönlich sehr viel. Ich danke dir auch für die tolle Tipps und Informationen, die du an alle Sänger und Sängerinnen jetzt einfach frei so gegeben hast. Das haben die bestimmt alle sehr zu schätzen. Ich wünsche dir eine schöne Spielzeit. Am besten bald Corona-frei, mit sehr, sehr viel tolle Musik und schöne Momenten und ganz viele neue junge Sänger, die jetzt hoffentlich von unserem Interview profitiert haben und jetzt gut vorgesungen haben und Positionen bekommen haben. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank, dass du bei uns heute warst. Vielen Dank auch. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Das freut mich ganz arg. Ja, liebe Leute, und falls ihr jetzt irgendeine Frage habt, könnt ihr gerne schreiben in die Kommentare. Mir wurde gesagt, wie immer, ich soll euch sagen, wenn es euch das Video gefallen hat, gerne ein Like und einen Abonnieren-Knopf drücken. Das tut uns auf jeden Fall auch gut. Und falls ihr mehr Informationen über den Rundfunkchor Berlin haben möchtet, dann werde ich auf jeden Fall die Links, die euch betrifft, über Bewerbung und über Akademie und überhaupt über den Rundfunkchor Berlin, werde ich auf jeden Fall in den Text unter dem Video posten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich gebe es zu. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.